Ein herzliches Willkommen aus Korschenbrauch. Mein Name ist Andreas Müller und ich bin der Schulleiter des Gymnasiums Korschenbrauch. Das Gymnasium liegt mitten in der Stadt Korschenbrauch im Rheinkreis Neuss. Wir haben etwa 895 Schülerinnen und Schüler und 65 Lehrerinnen und Lehrer. Ja, diese Schule zeichnet sich durch ein großes Engagement von allen Beteiligten am Schulleben aus, von unseren Schülern, von den Kolleginnen und Kollegen und auch von unseren Eltern und von einem sehr freundlichen und harmonischen Miteinander. Und deswegen bin ich sehr froh, diese Schule zu betreten. Mein Name ist Jacqueline Schindel-Barbosa und ich bin Europaschulkoordinatorin hier am HIPO. Warum ich schon immer vom Europaschulkonzept überzeugt war, liegt vor allen Dingen daran, dass ich selbst Schülerin an einer Europaschule war und damit viele positive Erfahrungen gesammelt habe. Deswegen war es mir auch immer wichtig, an einer Schule zu arbeiten, die eben diese Vielfalt bietet. Und das ist auch das, was unsere Schule so besonders macht. Bienvenue au HIPO! At GYKO, you start learning English in year 5. In year 7, you can choose between Latin or French. And then in year 9, you can add Spanish or even bilingual history in English. Besonders stolz sind wir auf die fast 30-jährigen Austausche mit Alaska, Frankreich und Ungarn. Aber es besteht auch der Austausch in Niederlande. Und wir haben auch eine projektorientierte Partnerschaft mit einer schwedischen Schule. Wir beide waren an drei unterschiedlichen Europaprojekten beteiligt. Zum einen an dem Brüssel-Projekt, bei dem wir in die Rolle von EU-Politikern schlüpfen durften und zusammen überlegt haben, sollte ein Land aufgenommen werden oder nicht. Und zum anderen an dem WTO-Projekt, bei dem wir auch in die Rolle von WTO-Politikern geschlüpft sind und geschaut haben, wie sehen eigentlich die Vertragsverhandlungen aus. Außerdem sind wir nach Brüssel und nach Luxemburg gefahren und haben uns diese Europastädte und ihre Institutionen angeguckt. Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur bestmöglich auf ein Leben und Arbeiten in Europa bzw. auf eine globale Arbeitswelt vorbereiten, sondern auch Toleranz und Verständnis für die Andersartigkeit fördern. Und dafür setzen wir uns auch als Schule ohne Rassismus ein. Hallo.